Die Atommacht Pakistan steckt in einer schweren Führungskrise. Das oberste Gericht hat Haftbefehl gegen Regierungschef Raja Pervez Ashraf angeordnet. Ihm und 15 anderen Beschuldigten wird nach Justizangaben Bestechlichkeit bei der Vergabe von Verträgen im Energiesektor vorgeworfen. Ashraf war zur fraglichen Zeit Minister für Wasser und Energie. Er soll am Donnerstag vor Gericht erscheinen. Auch von anderer Seite steht die Regierung unter Druck. Zehntausende Demonstranten harren derzeit nahe dem Parlament in Islamabad aus. Sie sind einem Aufruf des angesehenen Predigers Tahir al-Qadri gefolgt. Er fordert die sofortige Bildung einer Übergangsregierung in Absprache mit Militär und Justiz, noch vor der Parlamentswahl, die für den Frühsommer angesetzt ist. Al-Qadri wirft der Regierung Korruption und Inkompetenz vor und fordert Reformen. No electricity here. Kein Strom hier, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Arbeit, keine Gesundheit, keine Wohnung, kein Essen. Den Leuten fehlt es an grundlegenden Sachen. Was für eine Gesellschaft, was für eine Regierung, was für Gesetze, was für eine Demokratie. Wir sollen eine Demokratie haben, aber dieses Parlament ist nicht mehr demokratisch. Al-Qadri ist Anführer der religiösen Bewegung Minai ul-Quran. Seinen Anhängern gilt er als Vertreter eines aufgeklärten und friedlichen Islams. Kritiker sehen in dem Protestaufruf den Versuch, Chaos zu säen. Bei den Protesten in Islamabad kommt es zu Ausschreitungen mit mehreren Verletzten. Die Polizei setzt Tränengas ein.